Wir schlafen quasi in einem deutschen Vorgarten und sind direkt am pazifischen, an einem spezifischen Ozean. Ach, das ist schon wieder dumm. Hi, Quality Talk am Morgen. Hi, Ibims, eins dummer. Sind hier die Instagrammer und Social Media Guides schon wieder am Foto machen. Guckt euch das an. Ihn werdet ihr in irgendeiner Staffel sehen. Ich wette. Bestimmt. Und wenn es nur Beauty and the Nerd ist oder so eine Scheiße. Shopping Queen. Auch geil. Einmal ein Oliv, bitte. Ja? Echt? Ja. Mach Sache, nicht so aufgeregt sein. Das Wasser halten. Nicht so aufgeregt halten, sein. Und ab ist er. Nein. Das war ein Hecht, Digga, mit Blinker weg. Nein. Alter. Das ist ein bisschen frustrierend jetzt, oder wie, oder was? Kotzen, ich habe noch keinen Fisch. Kotzen, den kurzen Dreitakter? Nein, ich stehe hier kurzen neben den das dem Bier. Nur so intuitiv, kurzen Dreitakter. Bam, bam, bam. Kann ich nicht. Zwei, drei Punchlines kommen. Bier und trinke hier für vier. War mehr als der eine oder andere bekommt. Hallo, meine lieben erlebnisorientierten Freunde da draußen. Ich darf euch den vierten Teil der Schwedenreihe vom Bushcraft-Treffen 2024 präsentieren. Einen kurzen Sneak Peek, was alles so passiert, habt ihr eben schon bekommen. Und jetzt genießt noch kurz den Drohnenshot und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Abonnieren natürlich nicht vergessen, Freunde. Und liken und kommentieren. So, moin moin Freunde, 6 Uhr. In der Tat hat diesmal der Wecker geklingelt. Unser Schlafspot, beziehungsweise unsere Aussicht. Einfach nur episch, wie ich finde. Ich bin auch so müde. Oh. Steffen? Hörst du dich schlafen? Okay. Warum ab 2 Uhr? Was war bis dahin? Hm. Jo. Wir stehen jetzt auf. Machen sicherlich noch ein, zwei Bilderchen für unser wunderschönes Instagram-Profil. Und dann wird abgebaut. Und so weiter. So, Leute. Wir haben jetzt noch ein paar Fotos gemacht. Ich fange jetzt langsam aber sicher an abzubauen. Und ich muss einfach noch mal ganz kurz festhalten, Alter, wie episch dieser Schlafspot einfach ist. Ganz ehrlich, ich lieb's. Gefühlt so 5 Meter, 3 Meter bis zum Meer. Meer vor allem. Ja, ist der pazifische Ozean hier übrigens. Der spezifische. Das ist richtig dumm. Ja, also richtig nice. Gefällt mir. Sehr, sehr gut. Muss ich sagen. Ja. Nice. Und da drüben an diese Bank, da hocken wir uns dann sicherlich zum Frühstücken. Und einfach nur das alles hier mit diesem Gewächs, mit diesem Lilan, wenn das irgendjemand wisst, wie das heißt. Da sieht einfach nur alles aus wie ein bisschen Vorgarten. Sieht aus wie so ein. Wir schlafen quasi in einem deutschen Vorgarten. Und sind direkt am spezifischen Ozean. Ach, das ist schon wieder dumm. Hi, Quality Talk am Morgen. Hi, Ibims, eins dummer. Die Holzbrücke drüber. Hier sehen wir den Ausweicher von den Armen von dem See. Ziemlich cool.
Und da drüben kommen wir. Nice. Leute, bei uns gibt es jetzt auf ganz dekadent und entspannt. Hat mal schön Frühstück. Oder wieder was. Kaffee. Sandwich mit dieser übelst geilen Käse- und Bacon-Creme. Alter. Arschgeile Nummer. So Leute, Frühstück ist auch beendet. Wir gehen jetzt wieder zurück ins Camp. Wir werden noch irgendwelche Instagram-Shots gemacht. Zurück geht's. Ach, du, ab, Alter, du rauchst ja online nicht, ne? Folgt alle Chris Koks. Ja, genau. Folgt alle Chris sein Kock. Ach, schön, ja. Da ist doch Chris Kock, oder? Ja, ja, Kock vor allem, aber auch. Der wäre ein Koks. Gut, dann geht's ja los. So, Stefan und Daniel, die ich beide immer auf jeden Fall verwechsle vom Namen her. Warum auch immer, sorry. Die bauen hier gerade das zwei Kanus. Ein Katamaran. Habe ich so auch noch nie gesehen, wie das Live jemand gebaut hat? Ihr baut hat. Deutsch, schwere Sprache und so. Aber ich bin jetzt eh. Welche lieben Menschen mit den Dingen hier? Das ist eine ganz wilde Kiste. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben hier? Ja? Was das gibt hier oder wie oder was? Das kann nicht jeder so durchgestylt sein wie der Booker, ne? Das muss man halt auch sagen. Das sitzt halt von A bis Z, das Styling, ne? Wild. Ich glaube auch, dass der Bart, der ist grau gefärbt, der ist nämlich eigentlich noch viel jünger. So, Insider-Tipp. So, Sascha baut hier schön oder friemelt sein Packraft zurecht. Hast du jetzt mal testet? Ich bin gespannt, was er berichtet. Der hat The Yellow Submarine, habe ich gehört. Oh, gerade kann ich noch mehr? Warte. Kann ich noch mehr? Oh, schön. Ich habe richtig abgewischt. So Leute, wir starten jetzt gleich. Gibt es jetzt eine Kanutour zu 11. Wird interessant, wir haben einen Katamaran, zwei Einzelkanus und zwei Packrafts. Ich bin gespannt, was das wird. Ich denke mal ganz cool auf jeden Fall. Ganz viel Spaß. Die anderen Leute, die alle dabei sind, sind verlinkt. Findet alles, also organisiert das Ganze der Freewalker, der Booker. Schaut da gerne mal vorbei. Ist auch verlinkt, werde ich jetzt einblenden. Und stattfinden tut das Ganze beim Viking Republic Camp in Schweden. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Dudes. Macht mega Spaß, total entspannt. Und nicht so ein Massentourismus wie bei anderen namentlich bekannten Unternehmen. Ne? Genau. Viel Spaß. Ciao, ciao. So, der Katamaran wird beladen. Was hast du gesagt? Macht er. So. Und steigst du vor. Also ich bin hier gespannt. Sicherer geht's nicht. Naja, freilich. Wer kennt's nicht? Lost Kanu. Gib mal die Stämme an, da kannst du ein Auto mit. Na, hör mal. Kannst du ja abstützen, wenn's willst. Warte. Langsam. Absoluter Traum. Das ist so richtig Survival, was wir hier machen. So. Du brauchst keine Angst, da kann ich umkippen. Warum bei den Einzelbooten ist das was anderes, aber wenn du hier so rumstortelst. Jo. Ja, darfst du rein. Der Chris gibt mir dann nochmal die gelben. Die gelben was? Vogel, setz dich mal richtig aufs Kissen. Sonst geht das kaputt. Das war ich. Das war ich. So Leute, auf geht's. Trink nochmal einen Schluck Wasser. Ich hoffe, es ist nur Wasser. Nee. Das ist wie gestern, die starten viel später und sind viel eher da. Safe. Ist wieder so. Ja, ja, safe. Ich bin jetzt hier. Leute, habt ihr Bock oder was? Klar. Ja, welche Begeisterung, ich sehe schon, ja, ja. Die haben richtig Lust hier, ja.
Ja, ich habe jetzt ein Herrenboot erreicht, oder was? Leute. Das ist die Ränderklasse. Sagt der gleich ins Wasser fliegt. Naja, freilich. So. Beide, mit beiden Händen beide Ränder anfassen. Das Boot in Fahrtrichtung reinsteigen, genau so hinsetzen. Oh, Spagat, Alter. Wir gucken mal, was wird. Aua, aua. Kannst du mich Ich bin nicht gespannt, was mit den Rucksäcken passiert, aber ich glaube, es sollte knapp passen. Ach du Scheiße. Und Weste kaputt. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Seid ihr sogar angenehmer mit meiner Schulter? Dann ist alles gut. So, Leute, weiß nicht, die ersten paar hundert Meter, ich weiß nicht, wie weit sind wir jetzt? Kilometer? Keine Ahnung. Ist denn geschafft? Björn? Ja. Lebst du? Ja. Okay. Sehr gut. Da vorne ist der zukünftige Teilnehmer von The Race Alone und 7 vs. 8. Und da ist ein Gangster-Rapper. Hör mal! Oh, oui, oh, wow. So, auf jeden Fall noch Glück mit dem Wetter. Ziemlich geil. Wir haben ein Polyphanten mit. Zeig dein Gesicht! Der dreht sich immer weiter weg, das kann nicht wahr sein. Wir wollen dein Gesicht sehen! Der Polyphant ist nochmal am Start. Sau stark, Junge. Kannst du dazu einen Song aufnehmen? Sascha! Ja. Hier ist einfach das Fass, was da steht, ist einfach eine Sauna. Und die wird jetzt auch angeschrien. Vom Horn. Sehr geil. Richtig nice. Ah! Jetzt gibt's eine Kollision. Ah! Der rappt uns zu Tode, ich sag's euch. Der Mogli versucht da gerade zu angeln für uns heute Abend. Schauen wir mal, ob er erfolgreich ist. Ja, Leute, was soll ich sagen? Schaut euch einfach die Natur an. Ich denke, die spricht für sich. Und das gepaart mit den ganzen verrückten Leuten, die mit als Teilnehmer dabei waren. Einfach nur cool. Geplant vom Booker. Einfach nur klasse. Wir hatten, glaube ich, alle Spaß. Und nach diesem schmalen Schleichweg hatten wir wahrscheinlich einen der geilsten Pausenspots, die man in dieser Ecke von Schweden geboten bekommen kann. In diesem Sinne, danke an alle Beteiligten. So Leute, da vorne ist so ein kleiner Strand. Das ist unser Ziel fürs Päuschen. Sehr nice. Bin echt mal gespannt. So, auf geht's, hä? Jawohl. Und wir leben noch. Wer hätte gedacht? Oh. Oh. Das Ding ist, ich darf mich nicht zu weit nach hinten lehnen, dann kneift es hier am Schritt. Ein bisschen unangenehm. Hat er gut gemacht. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, Jörn ist tot, aber ich habe auch nicht mitgekriegt. Genau. So, wir machen jetzt hier schön Päuschen. Da hinten sind irgendwie Ziegeln. Leute, die haben, glaube ich, ein bisschen Banne. Oh, sorry. Hi, ich bin Tim und bin Alkoholiker. Wie lief's bei euch? Du willst aber nicht vor Kamera reden, ne? Super. Das war geil. War zwar einmal kurz kritisch, weil da kam ein Felsen, aber. Ah, ja. Ja. Aber er hat sich rechtzeitig, der Radar hat angeschlagen. Sehr gut.
Felsen voraus. Wie mit der Eisberg, mit Titanic, so war das fast. So, es geht weiter. Die Suche für einen Schlafspot. Vorne hat der Beifahrer jetzt gewechselt. Euer Beifahrer. Daniel? Ja, alles gut bei dir oder was? Alles perfekt. Jörn, ich sehe dich nicht. Kann ich nicht hören? Ja. Sehr schön. Auf jetzt oder was? Mein Hut ist auch ja, ganz wild. So, wir wollen jetzt hier anlegen. Bin gespannt, ob das so klappt. Hier hätten wir reingekonnt eigentlich, oder? Naja, freilich. Naja, freilich. Och, Leute. Ich war doch schon fast drüben. Eine Scheiße. Traum, Herr Traum. Der absolute Traum. So. Ja. Noch ein bisschen, oder? Was? So, das wäre jetzt hier Schlafspot Nummer 1. Würde, glaube ich, ganz geil kommen. Wie Anna Hängematte da erzählt, wie groß ist das Eimerzelt? Das ist ein Eimerzelt. Also ich muss hier hinlassen. Ich brauche nur ein Eimerzelt. Du musst auch ein Zelt. Ja, okay. Beide. Wenn es nicht regnen würde, würde ich mich halt auch am Boden legen. Aber wenn es regnet, hast du halt komplett ein Brettschuss. Ja, mal gucken. Sind hier die Instagrammer und Social Media Guides schon wieder ein Foto machen? Guckt euch das an. Ihn werdet ihr in irgendeiner Staffel sehen. Ich wette. Und wenn es nur Beauty and the Nerd ist oder so eine Scheiße? Shopping Queen. Auch geil. Einmal ein Oliv, bitte. Leute, wie episch will was sein, ey. Also, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich weiß nicht, ob das bei euch annähernd so ankommt, wie ich es fühle. Ich habe auch immer noch diese komische Weste an. Wie geil ist das, bitte? Wie geil. Leute. Ich lieb's, ne? Absolut episch. Danke dafür, ey. Richtig geil. Leute, ein bisschen was gefunden. Das Gold des Waldes. Fenster hinsparen. Sehr geil. Man findet es bei uns im Wäldern im Thüringer Wald und so auch ein bisschen was, ne? Aber nicht in dieser Qualität. Das ist schon echt heftig. Nächsten Feuer können gestartet werden. Hier gibt es ein Käffchen. Quasi eine Invasion in Form eines Dorfes, die hier stattfindet. Ebenso 11 Leute in der Insel besiedelt. Und das ist der Ortsbürgermeister. Yes? Ja. Machst du auch ein Video bei YouTube? Ja, ja, ja. Online, dann irgendwann ja. Ist dann Schnitt. No? Da freue ich mich drauf. Dafür mache ich den ganzen Kram. Neben seinen ganzen Angelaktionen hat Mowgli es auch mal ganz nebenbei geschafft, die Drohne zu starten. Und ob seine ganzen Angelversuche
erfolglos blieben oder nicht. Ich würde sagen, das seht ihr in der nächsten Szene. Viel Spaß. So Leute, hier ist der Champion. Das ist fein, alles voll. Mowgli hat es geschafft. Lob den Tag nicht vom Abend, wir wollen daher noch mehr fahren. Davon werden wir alle nicht satt, ne? Das stimmt. Aber hast du schön gemacht. Erstmal hast du das Erfolgserlebnis heute, was Fische angeht. Daumen nach oben oder was? Das muss er ja schmecken auf jeden Fall. Was ist dein Ziel oder was? Mein Ziel ist... auf jeden Fall. Du machst einen Hundenschauf. Nochmal zwei, drei Stück von denen und ein Hecht, Alter. Dann okay. Haben wir auf jeden Fall jeder ein gutes Stück Fisch. Ein für die Hängematte. Ja. Ich bin gespannt. Genau, ein für die Hängematte. Oh, unangenehm. Raffi, fangen wir machen, was wir sollen. Guckt euch das an hier. Wie die Bienchen. Oder Ameisen, ehrlich gesagt. Stark. Sonst gibt es heute kein Wasser, Fisch, kein Wasser und kein Brot. Kein Bier gibt es sonst. Genau. So, und jetzt gucken wir mal hier kurz das andere Schlafsetup an. Das finde ich nämlich auch ziemlich cool. Und da hast du quasi wirklich wie so ein Kokon einfach, finde ich. Ja. Ist irgendwie auch ganz geil. Geil. Ja. Ich feiere das jetzt mit den Kleppern vielleicht? Nee, das will ich auch nicht. Das muss natürlich auch nicht so, nee. Aber an sich ist das ganz cool, ne? Ja. Und du hast auch mega Platz. Ja, voll. Boah, das ist ja wie so eine Schale, so richtig breit, ne? Ja. Das ist dann wahrscheinlich auch eine, wo man nicht schräg drin liegt, ne? Sondern du hast halt auch eine übelst breite Liegefläche, ne? Also das ist schon echt geil. Ja. Da lag vorhin schon mal drin. Kein Einschub, ne? Nee, die neue Variante hat aber einen. Ah. Das ist die alte Variante, okay. Und die neue hat wohl einen. Machen wir mal hier unbezahlte Werbung. Ja, guck mal, wie so eine Babywippe. Mhm. Ist ganz nice. So, hier ist der allerechte Mowgli. Natürlich auch vom View her mega, ne? Ja, ich finde den vom Dings auch geil, von Sascha. Ich finde den von Sascha geiler. Ja, beide haben was auf jeden Sascha Fall. Kann runterlaufen. Der hat da sogar noch. Das ist schon auch ziemlich nice, ey. Herrlich. Aber das Tarp sieht auch ein bisschen tarnmäßig gewinnungsbedürftig aus, finde ich. So, hier ist der Ortsbürgermeister. Der schläft hier. Der Bocker. Ich muss meine Hände waschen. Auch ziemlich cool. Der Bocker schläft einfach ganz entspannt. Stefan im Einmannzelt. Ich hätte was Rustikaleres von ihm erwartet. Aber gut. So, hier schläft Steffen. Auch ziemlich cool, wie ich finde. Herrlich. Also geiler Place auf jeden Fall. Doch, fühle ich. Fühle ich. Ziemlich cool. Ja. Doch, nice. Auch das Tarp hat irgendwie einen coolen Tarnlook, finde ich. Finde ich auch sympathisch. Und hier oben schläft demnach Jörn. Und das hier ist das, was Mowgli gerade gesagt hat, da hängen 1 Million Schnüre. Ja, kannst auf jeden Fall nicht so viel trinken, würde ich sagen. Okay. Ja. War auch ganz cool. Der Aufbau, aber halt 1 Million Stricke. Dann guckt ihr mal, bis wohin er geht. Der hat ja hier wahrscheinlich 40 Meter Paracord verbraucht, ey. Okay. Ja, aber auch ganz cool. Spot finde ich auch nice. Ja. Wobei die anderen drei, ich finde jetzt Steffen sein auch ganz cool hier unten. Ja. Bei meinem aber auch so. Aber Steffen sein finde ich noch ganz nett. Da unten schön am Wasser. Ja. Ist auch cool. So, Basti und Diana schlafen hier in der Amazonas Ultralight, wobei nur der eine irgendwie Ultralight sein soll, der andere nicht. Das System hier kenne ich schon. Was ich ganz nett finde, sind hier diese, ich nenne es mal Karabiner zum Festziehen. Ist ganz sympathisch. Okay, hier ist der Kackbox, cool. Und sehr, sehr interessant finde ich auch die hier, weil das so alles in einem ist. Also da ist hier der Underkilt ist extra. Ja. Aber der Rest ist alles eins, guck mal. Das ist halt auch die mega Fläche mit dem Moskitonetz. Das ist schon sehr sympathisch.
Die gleiche Halterung habe ich auch mir dazu gekauft. Zu meiner Billo-Hängematte. Und hier auch wieder das mit diesen, ich nenne es mal eine Art Karabiner. Sehr cool gelöst. Sie sind hier bei der Arbeit. Den Stiefgroßcousin von den Naturensöhnen. Paparazzi. So, wir gehen noch mal kurz auf eine Angelsession zu sechst. Noch eine Paddel? Noch bin ich. Ja? Echt? Ja. Mach Sache, nicht so aufgeregt sein. Ins Wasser halten. Nicht so aufgeregt halten, sein. Und ab ist er. Nein. Das war ein Hecht, Digga, mit Blinker weg. Nein. Alter. Das ist ein bisschen frustrierend jetzt, oder wie, oder was? Schade. Der hat den einfach jetzt getroffen. Leute, wir haben einfach das Paradies gefunden. Wie geil ist der Spot für eine Hütte, bitte? Alter, richtig nice. Das wär's. Den hier. So ein Crankbait. Der beste hier, den habe ich seit 40 Jahren hier. Ja. Alter, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Nicht groß, aber reicht besser als wie einfach random Deutscher hier auf dem See getroffen, danke, die schon 8 Hechte gefangen hatten, wir 0 und die uns jetzt einfach 2 vorbeigebracht haben. Arschgeile Nummer. Die sind voll überfordert, wissen gar nicht, was sie damit machen sollen. Die angeln hier seit 30 Jahren, Junge, was soll ich machen, Alter? So alt bin ich gerade mal. Unser Camp. Sind die wenigstens schon auseinandergenommen? Jetzt bin ich gespannt. Das aber Hecht habe ich noch nie gemacht. Das ist doch nicht wichtig jetzt. Das sind die zwei Fische, die uns von den netten Leuten übergeben wurden. Hat er keinen Stich gemacht? Nein. Oben. Oben hat er gestochen, glaube ich. Ich glaube, der hat nur drauf geschlagen. Ich sag doch, der hat ihn doch nur betäubt. Oh, du hast es noch gesagt, ne? Ja, wir wussten nicht, was wir machen sollen hier. Wir kennen es nicht. Nur mal erstmal einen kleinen Knüppel, ich gebe ihm nochmal einen. Wir haben ihn. Ja. Der hat aber mächtig eingekriegt. Der ist zu dick und klein. Ja, der hat mächtig schon eingekriegt. Der ist aber mit der. Und hier feinsten Fisch. Teilweise sogar von diesem hier, jungen Herrn gefangen. Wen meinen Sie? Sehr gut. Schmeckt doch immer gut, wenn er durch ist, gell? Wenn nicht, dann halt nicht. Das ist astral. Du brauchst ein Bild, ey. Ist das ein Glas oder was? Also nur kurz, ich habe noch keinen Fisch. Den kurzen Dreitakt? Nein, ich stehe hier neben den. Ist das Sechsfahrer? Ein Bier. Nur so intuitiv, kurz so ein Dreitakter. Pam, pam, pam. Kann ich nicht. Zwei, drei Punchlines kommen. Bier und trinke hier für 4. War mehr als der eine oder andere bekommt. Als erstes der Garage von Sido, jetzt ist er im Film. Ja. Lass uns nochmal einen Schnurren. Ja, guck mal, Hamburg. Wo ich auch bin. Hamburg bei Dorf. Alle nach Taschentüchern fragt. Für meine Nase. Weil da vorne liegen nur noch Kleberrolle. Das könnte sein. An der grauen Kiste. Leute, was soll ich sagen? Das Lagerfeuer hat mich wahrscheinlich so in Trance versetzt, dass ich nicht daran gedacht habe, eine Abmoderation für diesen Teil zu drehen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch dieser Teil gefallen hat. Und vor allem der Schlafspot, den wir hatten. Diese Landzunge, diese Halbinsel. Leute, was war das für ein geiler Spot? Ich habe ihn so 100% gefühlt. Auch jetzt im Videoschnitt. I love it. Ich danke euch fürs Zuschauen.
Ich hoffe, euch im nächsten Teil wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut. Over and out.